Moin Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Tirim. Jetzt geht's los mit Minecraft in Time. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Auf meinem Kanal wird jetzt, ich weiß nicht, täglich werde ich das nicht schaffen, aber regelmäßig kommt hier, hallo Biene, kommt hier auf meinem Kanal ein Minecraft-Projekt. Und zwar Minecraft in Time. So, Minecraft in Time, was ist das? Kann man schon mal A sagen, hallo Biene. Minecraft in Time ist ein Modpack, unter anderem ein Modpack, und zwar Dungeons, Dragons and Space Shuttles. Ja, wer diese Modpack kennt, ja, wer diese nicht kennt, ich zeige euch mal was. So, drei Rezepte. Bums. So ein Verzauberungstisch. Sonst Survival Generator. Und so ein Planter. Ja. Die größten Teils von Rezepten sind komplett umgenäht. Richtig schwer. Ja. Werden wir wohl Spaß haben. In Time. Minecraft in Time. Wer diesen Film In Time kennt, ne? Ist mit Justin Timberlake unter anderem. Da läuft die Lebenszeit ab. Und so ist das hier, wenn ich diesen Knopf da drücke, auch. Nicht meine Lebenszeit läuft ab, sondern meine Spielzeit, also sprich die Folgenlänge läuft da ab. Ja, das ist eine kleine Inspiration, sagt man das so, Joe-Kraft hat ein Datapack für den Minecraft 1.13 herausgebracht, und zwar das heißt Day of Death. Und dort ist das so, dass nach 12 Minuten ja, die Lebenszeit, die Spielzeit abläuft. Ne? Nach 12 Minuten ist die Zeit vorbei. Die ganzen Sachen, was hier im Inventar liegt, sind weg. Unter anderem. Und man wird wieder zu diesem Ursprungspunkt zurückgesetzt. So habe ich das auf der 1.12 ja, einigermaßen. Nicht 1 zu 1, sondern ja, so etwa nachgebaut. Funktioniert eigentlich recht gut. Ja. Jo. Jo. Minecraft in Time. Ich hoffe, ich hab mir das. Ja, ich hoffe, ne, ihr habt mich so ein bisschen verstanden. Ne? Wenn ihr Fragen habt, schreibt das im Kommentar. Ja, in der Kommentarfeld da unten, den Link zu dem Data Pack von The Joocraft gebe ich auch an, da unten, ne? Auch da in Videobeschreibung. Gut, ja, ich traue mich gar nicht auf diesen Knopf zu drücken, aber irgendwann müssen wir diese Folge beginnen. Gut, ja, ja, wenn man im Welt reinkommt, bekommt man diese Sachen. Ich habe nichts erschienen, genau diese Sachen bekommt man. Gucken wir uns denn an, wenn es soweit ist. So, egal wo ich stehe, ich muss diesen Knopf drücken. Gut. Ja, wie schon gesagt, man hat 12 Minuten Zeit, man muss richtig Gas geben. Und vor allem, wenn die Zeit abläuft, kommt man wieder hierhin mit, egal was man vorher in den Taschen hat, ist alles weg. Oh Gott. Schöcker. So, jetzt geht's los. Ja, Folge 1. Ich war bereits schon mal hier. Hallo Schwein. Ich habe mir die Gegend schon mal angeguckt. Ja, 12 Minuten verbleiben. Ja, ist ideal zum Bauen. Von daher ist es eine schöne Gegend. Da hinten sind Bäume. Ja, da werden wir mal hindüsen. Ja, 12 Minuten sind nicht viel. Aber irgendwie schaffen wir das schon. So. Düsen wir jetzt mal hier hin. Wir werden die Bäume ein bisschen abschlagen hier. Ich möchte gerne mit diesem Holz bauen. Und auch mit Birkenholz.
Hauptsache erstmal irgendwie ein Häuschen. Soll nicht schick aussehen. Soll bloß ihr Zweck erfüllen. So. Ja, ich werde auch ab und zu mal auch einen Livestream machen, wenn es so an Farmen geht, wenn ich ja, auf Ärztesuche bin oder irgendwie was Schönes bauen möchte, werde ich Livestreams machen. Sonst wird das ein reines Let's Play-Projekt. Jo. Ja, ich hoffe, euch gefällt's. Ich würde mich gerne, ne? Ja, ich würde mich über Kommentare sehr freuen. Jo. Wann brauchen wir noch? So, wir brauchen irgendwie Eichenholz. Wäre schön, wenn wir auch so eine mal ganz normalen Holz finden. Genau wie sowas hier. So. Ja, nee, 12 Minuten ist nichts dran. Ich habe das schon mal im Probelauf gemacht. Ob ich das so lasse mit 12 Minuten, weiß ich noch nicht. Aber erstmal ja. Vielleicht werde ich das noch auf 3 Minuten erhöhen, so 15 Minuten. Aber 12 Minuten ist, wie schon gesagt, eine große Herausforderung, da überhaupt was in der Folge zu schaffen. Ja, schauen wir mal. Bisschen auch Setzlinge mitnehmen. Das wäre schön. Ja, auch wenn ihr Früchte trägt. Nee, ihr braucht das Holz. So, Birkensetzlinge, Birkenholz haben wir genug. Hier ist drüben noch was. So. Dann werden wir auch gleich wieder zu unserer Heimat düsen. Hallo. Grüß dich. So. Ja. So, waren wir denn noch irgendwie Eichenholz? Das auch noch einmal abbauen hier. Oh Mann, bin ich echt gespannt, wie ich das irgendwie hinkriege, diese Folge irgendwas zu schaffen. Ich möchte gerne, wie schon gesagt, ein Häuschen bauen. Ja, ich hoffe, ich vergesse den Link nicht vom Datenbank von JoKraft. Ja, der müsste in der Beschreibung, Videobeschreibung drin stehen. Wenn ich das vergessen habe, ne, ist eure Aufgabe, mich dran zu erinnern. Einfach mal den Kommentaren was hinterlassen. So, ich würde mal sagen, das Holz reicht, was wir haben. Oder? Dich nehmen wir noch mit. Dann ist irgendwie noch so ein Apfelbaum. Den werden wir einmal ernten.
ist wohl noch nicht ausgewachsen, oder? Ist noch nicht für uns. Oh, sechs Minuten verbleiben noch. Uiuiui. Bist du denn ausgewachsen? Nein. Gut, dann Abflug nach Hause. Abflug nach Hause. Ne, brauchen wir nicht. Zack. So. Dann düsen wir mal Richtung Heimat. Ja. Das ist eine schöne gerade Fläche. Kann man sich gut ausbreiten. So. Ein paar Früchte haben wir hier auch. So. Gut, denn ja, aus jeweils ein Holz kriegt man zwei Planken. Dankeschön. So. Das Haus möchte ich erstmal nicht so groß haben. Wenn wir so außen kommt Birkenholz. 1, 2, 3, 4. Sind das 4? 4, nein. Und mein Axt geht es auch so neige, sehe ich gerade. So. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Und es wird auch dunkel. Gleich mal überlegen, wo wir die Tür hinsetzen wollen. Ich würde mal sagen, wir kommen von da. Ist nicht ganz mittig. Aber das bauen wir eh alles nochmal neu. So. So. Mit die. Gibt es da hier so eine Quest? Hier so ein Questbuch. Das gucken wir in der nächsten Folge uns mal an. Genau. So, und hier oben möchte ich gerne Slabs am liebsten, aber für diese Slabs braucht man eine Säge. Und daher müssen wir vielleicht doch einfach hier mit. Oh Gott, ich hab die voll die Seite in den Nacken hier. Nix mit entspanntes Arbeiten hier. Entspanntes Bauen. Nee. So. Gleich kommen die bösen Buben. Die sind in diesem Modpack bisschen schwer. Aber das kriegen wir alles hin. Wir brauchen einmal hier. Brauchen wir erstmal eine Tür, bitte. Zack. Linus. Bloß schnell die Tür rein. Denn brauchen wir Holz. Zack. Für hier unten. Damit wir in Ruhe hier drin ausbauen können. So, haben wir das auch geregelt. Dann brauchen wir. Hier haben wir ein bisschen mehr Holz. Aber das würde ich gerne Holzkohle machen. Hier müssen wir erstmal eine Truhe haben.
Gott, eine Minute verbleibt uns noch, aber das, wir sind recht gut. Also. Also vielleicht schon mal ein bisschen Steine uns organisieren können. So, ich wage mal was, was man in Minecraft nicht machen darf. Stricks nach unten graben. Ja, unten sind die Sekunden jetzt angezeigt. Sind nicht viele. Ich würde mal sagen, ich gehe das auch jetzt nach oben. Ja. Ja. Feierabend. Ende. Ja. Das waren 12 Minuten. Wo bin ich? Da bin ich. Ja. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Jo, man sieht sich denn in den nächsten Folge uns wieder, ne? Also, viel Spaß bei meinen anderen Videos und tschüss.